Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor einer Weile habe ich euch bereits alle deutschen Sailor Moon CDs und DVDs vorgestellt und jetzt sind die Printmedien dran, also Bücher und Hefte. Auch hier habe ich die Liste wieder in schriftlicher Form verfasst, mit mehr Infos, zum Beispiel Jahreszahl, Verlag und sogar oft Auflistungen aller Bände. Ihr findet sie online auf Wattpad oder als Download-Dokument. Ich packe euch die Links in die Videobeschreibung. Aber okay, los geht's und zwar mit dem Manga. Dieser hat es bisher in 3 Versionen nach Deutschland geschafft. Zu den genauen Unterschieden zwischen den Auflagen habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch, aber hier nochmal die wichtigsten Infos. Die erste Veröffentlichung war 1998 bis 2000 und umfasst 18 Bände. Die sind in westlicher Leserichtung und es werden die Namen und Sprüche aus dem 90er-Anime verwendet. Generell ist die Übersetzung etwas lose und nicht immer ganz korrekt. Es ist die einzige Auflage, in der Naoko Takeuchis Kommentare enthalten sind. In dieser Version erschien auch der Sailor V-Manga in 3 Bänden. Das ist die Vorgeschichte, bei der ich aber empfehlen würde, sie eher hinterher zu lesen. Dann gibt es die Neuauflage von 2011 bis 2012 mit 12 Bänden. Die sind in japanischer Leserichtung und die Übersetzung ist näher am Original. Außerdem haben sie ein paar Farbseiten am Anfang jedes Bandes. Auch hier ist Sailor V erschienen, aber diesmal in 2 Bänden. Außerdem gab es 2 Bände mit Short Stories. Diese Nebengeschichten sind in den beiden anderen Auflagen in den Hauptbänden mit inbegriffen. Und dann gibt es seit neuestem die Eternal Edition, die 2020 bis 2022 rauskam. Sie umfasst 10 Bände. Also ja, es werden immer weniger Bände, weil die einfach etwas dicker sind. Diese Manga sind als hochwertige Sammlerstücke gedacht. Sie sind unter anderem größer, Hardcover, haben hochwertigeres Papier und ein paar mehr Farbseiten. Für mich ist das die beste Version, aber die geht halt auch sehr ins Geld. So, ich sag's gleich schon mal, die meisten weiteren Bücher und Hefte kamen so um 1999 rum raus, weshalb ich mir die Jahreszahlen ab jetzt größtenteils sparen werde. Aber gut, kommen wir nun zu den Artbooks. Davon sind 5 Bände mit Manga-Artworks und Kommentaren von Naoko Takeuchi auf Deutsch erschienen. Diese sind Übersetzungen der japanischen Artbooks. Sie sind in westlicher Leserichtung, also wurden gespiegelt. Das gilt auch für alle anderen Sailor Moon Bücher, die früher aus dem Japanischen übernommen wurden. Kurz darauf gab es die Artbooks auch als günstigere Softcover-Version namens Art Edition. Diese wurden auf 6 dünnere Bände aufgeteilt. Außerdem wurden hier Naokos Kommentare in die Bilder integriert, statt hinten separat aufgelistet zu sein wie bei den Artbooks. Davor gab es außerdem bereits das TV-Artbook mit Bildern aus dem Anime. Das Buch erschien als Hardcover und Softcover mit je unterschiedlichen Covermotiven. Übrigens, seid nicht verwirrt, dass da Luna Edition draufsteht. Das ist ja Verlag und nicht wirklich irgendeine spezielle Edition. Aber es gab noch etwas, das Artbooks sehr nahe kam, nämlich die 5 Anime-Alben. Nummer 1 bis 3 fassen die Kinofilme zusammen und Nummer 4 und 5 die erste Anime-Staffel. Am Ende gibt es auch einen Schwarz-Weiß-Teil mit Bonusseiten wie Charakterentwürfen oder Interviews. Die Bücher sind Übersetzungen der japanischen Nakayoshi-Anime-Alben, allerdings gibt es dort noch 3 weitere, die nie bei uns übersetzt wurden. Die deutschen Alben sind übrigens auch etwas dünner, weil einige der Extraseiten weggelassen wurden. Die Bücher gab es zusätzlich als Spezialausgabe mit einem Poster und einem Chromofoliencover. Das bedeutet, dass das Cover aus so einem spiegelnden Material ist. Diese Versionen sind, je nach Band, auf 999 oder 1500 Exemplare limitiert. Weiter geht's mit den Fanbüchern. Davon erschienen insgesamt 22 Stück. Die ersten 5 waren Übersetzungen der japanischen Bücher, aber die restlichen wurden exklusiv auf Deutsch produziert. Die meisten der Fanbücher sind einem Charakter oder einer Gruppe von Charakteren gewidmet. Sie bestehen aus Infos zu den Figuren, aber auch anderen Inhalten. Zum Beispiel gab es, je nach Heft, Folgenzusammenfassungen, Infos zu dem Planeten, Persönlichkeitstest, ein Horoskop, Rezepte oder Bastelideen, die nicht immer etwas mit Sailor Moon zu tun hatten. Die letzten 4 Hefte enthalten einen Comic zum R-Movie. Wie die meisten älteren deutschen Sailor Moon Bücher sind sie aber nicht von Fehlern verschont, also verlasst euch nicht immer auf deren Infos. Es gab außerdem einen Sammelband, der die Bände 13, 15 und 17 enthält. Etwas Ähnliches waren die Starbooks. Das sind sehr kleine Büchlein, die je einem Charakter gewidmet sind. Sie fassen die wichtigsten Infos über diese Figur zusammen. Es erschienen 12 Ausgaben davon. Sprechen wir nun über die Romane. Es gibt 15 Schneiderbücher, die die Anime-Folgen in Textform nacherzählen.
Die Dialoge wurden der deutschen Synchronfassung entnommen. Dazu waren einige Screenshots in Schwarz-Weiß abgedruckt. Die Bücher enthalten je 3 Folgen und decken die komplette erste Staffel ab, mit Ausnahme der Nummer 46. Ja, aus irgendeinem Grund fehlt die letzte Folge. Kurz darauf erschienen außerdem 4 Bücher im Auftrag von RTL 2. Die erste Romanreihe hatte nämlich schon 1996 begonnen, als Sailor Moon noch auf ZDF lief. Die Bücher von RTL 2 erzählen den Anfang der zweiten Staffel nach, also den Anne und Ale Arc. Sie beinhalten einige farbige Bilder aus der Serie. Kommen wir jetzt zu einem besonderen Buch, nämlich dem Compendium. Es ist eine Übersetzung des amerikanischen Sailor Moon Role-Playing Game and Resource Book. Der Großteil des ca. 200 Seiten langen Buchs ist ein Regelwerk für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu Sailor Moon. Es ist größtenteils in Schwarz-Weiß, hat aber eine kleine Bildergalerie in Farbe. Das Buch fokussiert sich generell sehr auf die ersten beiden Staffeln, da der Anime zu dem Zeitpunkt in den USA noch nicht weiter war. Es gibt aber trotzdem ein paar Infos zu den anderen Staffeln, zum Beispiel Steckbriefe der Outer Senshi und den Starlights. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel? Kurz gesagt ist es eine Art Erzählspiel, bei dem jeder einen Charakter spielt und so eine gemeinsame Geschichte entsteht. Es gibt einen Spielleiter, der die Regeln kennt und zum Beispiel die Situation beschreibt. Damit es spannend bleibt, werden gewisse Dinge, zum Beispiel ob ein Angriff im Kampf trifft, gewürfelt. Das Buch bietet umfangreiche Erklärungen zur Charaktererstellung und den Regeln des Spiels. Man kann sowohl eigene Charaktere spielen, als auch welche aus der Serie. Aber auch abgesehen vom Rollenspiel bietet das Buch eine Menge Hintergrundwissen, zum Beispiel Infos über die Handlung und die Welt, die Geschichte des Magical Girl Genres, Infos über das Leben in Japan, ein Episodenguide, eine Liste von Naoko Takeuchis Werken und vieles mehr. Aber okay, genug vom Kompendium. Weiter geht es mit den Magazinen, die es von 98 bis 2002 gab. Und zwar ganze 99 Ausgaben, wenn ich richtig rechne. Der Hauptteil bestand aus einem Comic zu einer Anime-Folge. Es gab bereits im Jahr 96 3 Ausgaben, noch zu ZDF-Zeiten, die aber keinen großen Anklang fanden. Die sind heute sehr selten, wurden aber als Sonderheft neu aufgelegt. Aber durch die Ausstrahlung auf RTL 2 versuchte man es erneut und diesmal mit deutlich mehr Erfolg. Die Vorlage bildeten die japanischen Anime-Comics, die es als Taschenbücher gab. Etwa die Hälfte der Folgen konnten nicht abgedruckt werden, da sie keine Vorlage hatten. Man hat sich daher mehr auf die handlungsrelevanten Episoden fokussiert. Das schließt Folgen aus den ersten 4 Staffeln mit ein, sowie den ersten Kinofilm. Neben dem Comic beinhalten die Magazine auch ein paar weitere Seiten mit zum Beispiel einem Fantreff, Neuigkeiten zu Sailor Moon, einem Kalender mit Mondphasen, Steckbriefe zu den Charakteren oder Übersetzungen der japanischen Songtexte. Es variiert je nach Ausgabe. In fast jedem Heft war ein Poster und ein weiteres Extra enthalten, zum Beispiel Sticker, Anhänger, Bügelbilder, Postkarten und vieles mehr. Neben den normalen Magazinen gab es auch 22 Sonderhefte. Sowas wie Alles über Sailor Merkur, Kostümtipps für Moonies, Malbücher namens Kreativhefte, eins mit Tarotkarten, eine Sammlung der Steckbriefe und Songtexte und. Ich muss dazu sagen, die Sonderhefte sind eigentlich nur bis Nummer 19 durchnummeriert, aber es gab noch 3 weitere. Ihr findet eine komplette Auflistung davon in der schriftlichen Version dieser Liste. Zudem gab es als Extras der Magazine ein paar Mini-Heftchen, nämlich mindestens 5 Stück. 3 davon sind Romane zu den Filmen, die anderen beiden heißen Orakelspiele und Sailor Edelsteine. Aber die Comic-Zeitschriften waren nicht die einzige Magazinreihe. Es gab nämlich auch die Spiel-Mit-Hefte. Davon erschienen mindestens 27 Ausgaben. Die Hefte bestehen aus Rätseln und Spielen, zum Beispiel musste man den richtigen Weg finden, Sachen zuordnen oder Unterschiede finden. Oft gibt es ein Gewinnspiel, Sticker, die für die Rätsel benötigt werden, oder manchmal ein Poster. Außerdem gab es dazu die beiden Bücher Sailor Moon Spiele und Sailor Moon Rätsel. Das Spielebuch besteht aus einem Topmodel-Spiel und Rätseln und ist sehr ähnlich zu den Heften. Das Rätselbuch dagegen ist etwas anders. Es ist komplett in Schwarz-Weiß und beinhaltet unter anderem viele Kreuzworträtsel und sowas. Man muss aber sagen, mehr als die Hälfte der Seiten haben leider nichts mit Sailor Moon zu tun, also noch nicht mal Bilder davon. Naja, da waren die Spielmithefte und das Spielebuch besser meiner Meinung nach. Ebenfalls veröffentlicht wurde eine separate Reihe namens Topmodel. Davon gibt es mindestens 24 Stück.
Die Hefte sind länger und schmaler als die Spiel mit Magazine. Man konnte darin Charaktere und verschiedene Outfits ausschneiden und sie ihnen anziehen, in Anführungsstrichen. Es gab aber auch Ausgaben mit anderen Bastelvorlagen oder Spielen. Manchmal waren auch Extras mit dabei. Kommen wir jetzt zu Sailor Moon Specials anderer Magazine. Am bekanntesten ist da das Sonderheft der Animania, das komplett Sailor Moon gewidmet ist. Darin wurden viele Artikel abgedruckt und überarbeitet, die zuvor in regulären Animania-Ausgaben erschienen waren, aber es gab auch neue Inhalte. Die Artikel beinhalten unter anderem Infos über die einzelnen Staffeln und Charaktere, japanische CDs und Bücher, den Manga, Sailor V, das erste Musical, etc. Als Extra lag ein Poster und ein 3D-Spielhaus bei. Des Weiteren möchte ich die Koneko M von 2014 erwähnen, ein Sonderheft des Koneko-Magazins über Magical Girls. Dieses ist zwar nicht nur Sailor Moon gewidmet, hat aber über 30 Seiten Inhalt darüber. Viele dieser Artikel wurden von Sailor Moon German geschrieben. Mit dabei war unter anderem ein Poster zu Sailor Moon Crystal. Natürlich gab es auch viele weitere Koneko-Ausgaben und andere Zeitschriften mit Sailor Moon-Artikeln, aber hier alle aufzulisten wäre viel zu viel. Und natürlich kenne ich auch nicht alle. Aber auch die Fans haben ihre eigenen Zeitschriften erstellt. Da möchte ich das Sailor Moon German Magazin erwähnen. Es startete 2016 und bisher gibt es 8 Ausgaben. Enthalten sind zum Beispiel Vorstellungen von Fans und ihren Projekten, Interviews, Con-Berichte, Basteltipps, Fanfictions, Hintergrundinfos und so weiter. Der Fokus liegt also mehr auf der Fanszene. Das erste Heft kam im kleinen DIN A5 Format daher, aber ab Ausgabe 2 war es dann A4. In fast jedem Magazin befand sich ein Poster. Für Vorbesteller gab es außerdem Extras wie Lesezeichen, einen Pappaufsteller oder eine Postkarte. Es gab aber bereits 2011 bis 2012 3 Magazine von Sailor Moon German. Diese hatten jedoch noch eine andere Aufmachung und sind nur digital erschienen. Man findet die Ausgaben auf dem Sailor Moon German Blog. Auch das kann ich euch verlinken. Außerdem, was ich noch erwähnen wollte, gab es von der Showgruppe Yume ein Programmheft zu ihrem Musical Chaos no Tanpure von 2016, wo sie über das Stück und seine Besetzung berichten, aber zum Beispiel auch, wie Yume überhaupt zustande gekommen ist. Sicher gab es auch noch weitere Hefte von Fans, aber das sind alle, die mir bekannt sind. So, zum Schluss kommen wir jetzt noch zu Stickeralben. Da erschien ein rotes, das vom Team des Comic-Magazins gemacht wurde. Fans wie Jolie Biedermann, die Leiterin der Showgruppe Tsukino Senshi, waren sehr involviert. Sie hat übrigens auch oft beim regulären Magazin geholfen. Das Heft enthält Infos zu den Charakteren und zur Story, eine Liste der Lieder, Angriffe, Vorstellungssprüche der Senshi und so weiter. Dann gab es außerdem 2 Stickeralben von Merlin Collection, nämlich 95 ein pinkes mit Infos zur ersten Staffel und zum Ann & Ale Arc und 98 ein blaues mit Folgenzusammenfassungen zur vierten Staffel. Es erschienen auch Schreibwaren, zum Beispiel gab es ein Tagebuch mit Infos zu den Charakteren, aber da wird es dann langsam schwierig, was man alles als Buch zählt, deshalb lasse ich sowas mal weg. Natürlich gab es außerdem sehr viele Booklets bei den DVDs und CDs, sogar ein weiteres Stickeralbum gab es bei einer der DVD-Boxen, aber dazu habe ich in meinem Video zu dem Thema mehr gesagt. Okay, das war meine sehr ausführliche Liste aller deutschen Sailor Moon Bücher. Ich hoffe, es war hilfreich. Wie gesagt, das und noch mehr findet ihr auch in schriftlicher Form zum Nachlesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Sailor Moon Bücher habt und wenn ja, welche euch am besten gefallen. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.